So, meine Lieben, also willkommen zurück. Ich hoffe, ihr seid alle wieder da. Ich hoffe, ihr habt es überstanden und seid nicht zu sehr in Panik. Wir hatten einen schönen Bzot. Einen hervorragenden Bzot erster Güte. Der blaue Schirm des Todes. Genau. Müssen wir mal gucken. Ich hoffe, das bleibt jetzt ein Einzelfall. Ist auf jeden Fall das erste Mal, dass ich in diesem Studio hier im Bluescreen erlebt habe. Okay. Deswegen, mal einfach schauen, wenn es dabei bleibt, dann lassen wir es einfach mal gut sein. Ansonsten müssen wir uns natürlich drum kümmern. Wir hoffen es natürlich nicht, sonst welcome to Delay Paradise. Ja. Also, Nitros Pyjamas 7 vs. Pro 6. Die letzten beiden Runden liegen auf das Counter von Nip. Und sie auch weiter wieder Richtung B zu spielen. Bialy Neo haben den B-Spot freigeräumt. Und es ist 2-on-3. Mal schauen, ob man da vielleicht den Retake noch spielen kann. Friedrich wird auf jeden Fall versuchen, dicht daran zu kommen. Da unten würde die AWP liegen, für den Fall, dass man sich entscheidet, hier zu safen. Ja. Aber man wäre vielleicht gut. Besser gewesen. Also 7 zu 7. Das wird ein 8-7 so oder so. Jetzt ist die Frage, in welche Richtung es geht. Wird das Brawl auf jeden Fall die bisschen besseren Karten. Allzu viel Geld ist bei den Ninjas Pyjamas jetzt nicht mehr vorhanden. Na, dann schauen wir mal. Also, beide Teams haben zumindest einigermaßen Equipment. Du hast ja gerade schon gesagt, die Ninjas da relativ wenig Granaten am Start. Forest muss sogar auf die CZ zurückgreifen und mal schauen, ob Virtus Pro dann in der Lage ist, diese Runde locker über locker heimzubringen. Einfach. Wir sehen es aber auch bei Pascha, auch er hat nur eine Tech 9. Gut, wenn ich die Wahl hätte, würde ich natürlich die Tech 9 jederzeit bevorzugen gegenüber der CZ. Mal schauen, inwiefern er damit spielen kann, diese Runde. Den kann man es natürlich vorschicken und zwar als Rambo quasi den Spot freiräumen lassen. Ich bin gespannt. Was wird das Bruder vor? Das geht auf jeden Fall scheinbar zumindest Richtung B und in die Mitte dann. Bialy ist derjenige, der wieder so ein bisschen nach hinten aufpasst, dass da kein CT-Spieler durchpusht, was wir bisher immer hatten. Get right in der Mitte, aus dem Connector raus. Jawohl, die Nate wird nochmal ein bisschen Damage machen und das macht man sehr, sehr schön gegen den Connector. Man pusht von zwei Seiten gleichzeitig, konnte dementsprechend noch einen Frag ziehen. Und damit die CTs schon mal so ein bisschen auseinander trennen. Sie müssen jetzt ihre Deckung schon so ein bisschen mehr, auseinanderziehen. Chance, Forrest einen Frag zu setzen, hat er leicht vergeigt. Und das ist irgendwie auch so ein bisschen das Thema hier heute. 4 zu 13 bei ihm. Sieht man selten, dass er so komplett rausfällt. Also hat absolut seinen Weg noch nicht gefunden ins Spiel. Und den Polen bekommt das, glaube ich, ganz gut. Sonst würden sie hier höchstwahrscheinlich um einiges hinten liegen. Also sagen wir mal, ein Forrest hätte noch ordentlich mitgespielt. Exist tut sich auch ein bisschen schwer. Aber ich denke mal, das Hauptproblem gerade bei den Ninjas ist einfach, dass Forrest überhaupt nicht seine Leistung bringen kann gerade. Aber vielleicht dann auf der T-Seite. Besser spät als nie. Ja, wir haben auch ein paar dicke Bretter gesehen, die an Forrest gingen. Also, ja, alles ich, seine ja. Schuld ist das natürlich nicht. Das aber kommt da natürlich waren, immer noch dazu. Da waren noch ein paar Situationen, die wir schon gesehen haben, dass das, wo er durchaus Frags hätte machen können, die er nicht gesetzt hat. So, und jetzt Alu mit dem Versuch hier ins Kreuzfeuer rein. Ah, schön gemacht von Virtus Pro. Haben sie ihm da keine Möglichkeit gelassen, sind gleichzeitig rumgegangen. Ja, und damit ist 8 zu 7 für die Polen. Auf jeden Fall gut für sie, schätze ich mal. Damit werden sie gerechnet haben. Auf ihre, oder auf eine ihrer besten Maps, die Emirage. Aber ja, Nip halt war, also es hat eigentlich gut angefangen. Ja, wir sehen ja diese 5 CT-Runden da in Folge. Da war auch ein Freiburg. Also Freiburg ist heute auch gut anscheinend. 16 zu 11 bei ihm. Auch Getright 17 zu 7. Klingt ja an sich eigentlich alles schon mal relativ gut. Aber es scheint dann auch so ein bisschen so, als wären diese Runden halt Einzelleistungen gewesen, mehr oder weniger. Denn es sind halt ein paar Spieler, die aus dem, ja, die einfach rausfallen halt. Du hast ja gerade schon gesagt, Alu ist jetzt, ja gut, 12 zu 9 ist eigentlich auch relativ gut, aber Exist und Forrest halt mehr oder weniger komplett Ausfall und dann halt zu dritt mehr oder weniger mal die Runden zu holen, um es jetzt mal ganz krass zu formulieren, um es mal ein bisschen zu übertreiben sogar, ist halt gar nicht mal so leicht wieder, dass die Spieler. Und wir haben da mal gesehen, Freiburg mit 3 oder 4 Kills, dann mal wieder Getright mit 2 Entry Frex. Jetzt muss man natürlich schauen, dass man die Pistol Round holt. So, Neo steht ganz allein in der Mitte. Das heißt, er muss den Weg richtig wählen und muss einen richtigen Zeitpunkt finden, um zurückzukommen. Und das hat er definitiv nicht getan. Der ist an ihm vorbeigelaufen, der Zeitpunkt. Bialy auf kurz. Und sie haben es ganz gut gemacht, haben ihm da die Informationsmöglichkeit genommen. Jetzt versuchen die beiden Virtus Pro-Spieler das irgendwie aus der CD-Base noch zu richten. Pascha Richtung Mitte. Alu hat schon vorne das Fenster zugemacht. Er wird natürlich den Connector jetzt angreifen können. Um Friedberg zu retten. Oh mein Gott, im Knife-Drauf zu. Keiner weiß, keiner hat Munition. Oh je, das wäre die Chance gewesen. Der Finne hätte damit die Runde nicht machen können. Und das ist ein bisschen bezeichnend. Forrest hat aber den ersten noch erwischt. Und da ist jemand an der Bombe. Snacks, 2, 1, er ist durch. 5 AP und er kriegt das Ganze durch. Und Pascha hat 4 Leute gekillt und es hat gereicht. Ich wollte es gerade sagen, also da darf sich Virtus Pro auf jeden Fall bei Pascha bedanken. Und auch so ein bisschen bei Alu, der da
ja. Kleines Aiming-Problemchen hatte. Bitter, bitter, bitter. Der sah nicht gut aus natürlich und... Aber das wäre ja wahrscheinlich der Frag zum Rundensieg geworden. Wenn er da den Connector nochmal aufmachen könnte, dann hätte er definitiv den Spot auch angreifen können. Oh, der arme Kerl, der sah wirklich nicht gut aus, ja. Das Duell da in der Mitte. Naja, damit ist natürlich Virtus Pro die Pistol für sich entschieden und mit der Möglichkeit jetzt schon mal so ein bisschen wegzuziehen von den Runden her. Sie haben auf jeden Fall den Waffenvorteil, Test, sehr schön. Mit, oh, Snacks war sogar mit der MP9 in den Frag gesetzt. Aber beide waren auf jeden Fall drauf. Neo mit der MP7 in den Connector wird er im Normalfall verteidigen können. Hat beide Spieler da jetzt gesehen mittlerweile. Freiberg versucht wieder zu pushen, aber Test ist da, um Backup zu geben. Beide Spieler fallen, aber damit nochmal gut Schaden angerichtet auf jeden Fall. Bialy im Haus, konnte Getra natürlich ansagen. Der ist auch der letzte verbleibende Spieler. Und damit sollte die Runde auf jeden Fall an die Polen gehen. Na, gute Gelegenheit, da noch mehr Schaden zu machen. Ist eigentlich nur unglücklicherweise nicht noch mehr Damage bei rausgekommen für Nip. Denke aber trotzdem, dass man das als halbwegs erfolgreiche Eco verbuchen kann. Virtus Pro natürlich aufgrund der Tatsache, dass sie die Bombe in der ersten gelegt haben und jetzt wahrscheinlich genau das hier tun, nämlich in der dritten zu kaufen, haben sie ein bisschen mehr zu den MPs gegriffen. MP7, MP9, die machen natürlich nur viel Sinn, wenn der Gegner nach Möglichkeit keine Rüstung hat, keinen Helm hat. Ja. Denn der mangelnde Schaden gegen Rüstung, der könnte ihnen sonst ein bisschen gefährlich werden. Und jetzt geht's in die erste Waffenrunde. Bialy, schön offensiv. Zwei Leute mitgenommen. Schön um das Feuer rumtänzen. Na, ein bisschen früh. Ein bisschen früh. Ganz kleines bisschen. Und dann kommt er nicht mehr rechtzeitig weg. Alu hat ihn ausgeschaltet. Und die Flash von Neo, der hat ihn, glaube ich, ein kleines bisschen selbst geflasht. Sonst hätte er da unter Umständen hinterherhelfen können. Ja, die Bombe liegt da oben in der Mitte. Und ich glaube, das hat Bialy auch ansagen können. Das müsste auf dem Radar der Polen aufgetaucht sein. Und jetzt gilt es für die beiden verbleibenden Nip-Spieler, das irgendwie noch zu retten, die Situation. Er ist sich nicht ganz sicher, ob da links jemand steht. Er hat ein bisschen einen Blick und die schnelle Reaktion, denke ich, lässt darauf schließen, dass er das schon auf dem Schirm hatte, aber er hatte keine Zeit, um vernünftig nachzugucken. Wobei, doch, Zeit hätte er definitiv gehabt. Für den One-Click-Flick-Shot auf Doom, den er auf jeden Fall auf YouTube gelandet wäre. Naja, jetzt existiert der letzte überlebende Spieler und ob er diese Waffe nun noch drehen kann. So wie er bisher ins Spiel gekommen ist, wahrscheinlich nicht, aber wieso nicht mit so einem 4K? Mal schauen, inwiefern er da rankommt, aber wie gesagt, wird das Pro wird es normalerweise nicht aus den Händen geben. Das würde mich jetzt schon sehr wundern. Sie haben sich da natürlich auch schon gut in der Mitte positioniert. Drei Spieler insgesamt an der Bombe, die müsste Exist alle ausschalten. Er hat auch über 27 Sekunden, denn der erste sitzt auf jeden Fall. Snacks damit, aus dem Spiel befördert. Die Flash war jetzt nicht so der Knaller. Ja, die sollte natürlich auf der Kante liegen bleiben, vorne auf dem am Fenster. Ist da ein bisschen schief gegangen. Ganz kurz. Jawohl. Und Pascha beendet 11:7. Ja, Virtus Pro damit auch diese Waffenrunde gewonnen. Damit die Ninjas wieder in die Eco oder natürlich in den Forceball. Könnte man jetzt mittlerweile auch in Betracht ziehen, in der Loser-Bonus baut sich natürlich weiter auf. Oder in den Forceball geschickt. Mal schauen, was die Schweden da vorhaben. Aber sie scheinen sich hier tatsächlich für die Eco zu entscheiden. Also man kauft einfach nur ein paar Nades und versucht halt wieder so viel Schaden am Geld bei Virtus Pro wie möglich anzurichten, um dann eventuell mit ein oder zwei Equip Rounds die Polen schon wieder in die Eco zu zwingen. So. Nip mit einem Aufbau Richtung Mitte, ziemlich mittellastig, drei Spieler. Natürlich dann Friedrichs Diegel vorgeschickt. Hat auf die Distanz die besten Chancen, den Gegner auszuschalten. Und richtig viel Erfolg. Nicht einfach auch dadurch bedingt. Oh, da kam der Schuss durch die Smoke, das hat man natürlich gehört. Neo ist nachgezogen. Und die Schweden scheinen nochmal zurückgehen zu wollen. Exist ist hier langsam auf sich herausgeschlichen. Vielleicht kriegt er den Überraschungseffekt. Da steht Test. Er hat aus dem Augenwinkel noch gesehen, aber das kann man im Vorbeiziehen auf jeden Fall übersehen. Das ist normal. Ja, Neo. Neo räumt super auf. Reflex gesetzt. Get right. Könnte ihm nochmal gefährlich werden oder auch nicht. 12. Runde für die Polen und diesmal Neo mit 4 Kills. Auf jeden Fall die Mitte dicht gemacht, nachdem Snacks war es, glaube ich, ja, im Connector ein bisschen. Was heißt Unlucky? Wurde halt einfach abgesprayt durch die Smoke. Kann natürlich mal vorkommen. Aber Neo dann auf jeden Fall sein Mate sehr gut unterstützt. Ja, damit konnte man bei Virtus Pro natürlich das Geld wieder so ein bisschen aufbauen. Man hat mit 4 Leuten überlebt. Neo musste zwar eine Waffe legen, aber hat sich natürlich sofort die AWP nachgekauft. Er ist ja mittlerweile der AWP-Spieler von Virtus Pro wieder geworden. Und konnte damit in letzter Zeit eigentlich auch ziemlich glänzen. Mal schauen, wie diesmal die Mitte klappt. Und die Smoke ist offen. Das könnte ja sehr gefährlich werden. Aber man rechnet bei Virtus Pro damit, dass der AWP-Spieler hier in der Mitte steht. Bei Venip damit, dass der AWP-Spieler in der Mitte steht. Jetzt BH die Mitte hoch. Ein Frag konnte setzen. Mitte-Kontrolle geht an die Ninjas Pyjamas. Die Frage, ob man daraus was spielen könnte. Snacks hat sich entschieden, hier den Connector offensiver zu spielen. Die Flash ist gut. Oder verpassen sie sich, Bilder. Er hat sie die Smoke zurückgeschafft. Trotzdem hat Get Right aufgepasst. Hat ihn dann nicht davonkommen lassen.
Und jetzt liegt die Smoke natürlich auch nochmal ordentlich für ihn, dadurch hat er ein kleines bisschen Deckung von der Seite. Ah, oh, perfekte Flash von Neo. Hat Getrite die Wahl gelassen, sich entweder umzudrehen oder in beide reinzuschauen. Boah, Flyball gerade der Timing of Doom. Beide Spieler haben ihn da verpasst. Das könnte vielleicht ein bisschen durch Glück entstanden sein. Wer ist da? Alu raus. Zumindest einen erwischt. Und jetzt gibt es natürlich für Freeback die perfekte Situation. Pasha dreht sich. Oh mein Gott, dieses Timing. Beide stehen beim Rücken zueinander. Das gibt's doch gar nicht. Zuerst hat Freeback das Glück, kommt da unentdeckt raus. Und dann schaut Pasha genau Freeback an, wenn sich Freeback wegdreht. Also die beiden Zufälle halt. Ja. Krass. Vielleicht ist es ein bisschen ausgleichende Gerechtigkeit. Ja, so können wir es vielleicht nennen. Das stimmt wohl. Ja, jetzt auch noch natürlich im 1 gegen 2 Bombe hat er immerhin gelegt. Das heißt, die nächste Runde müsste damit finanziert sein. Aber jetzt gilt es trotzdem für ihn natürlich noch zu versuchen, diese Runde zu gewinnen. Spray sitzt nicht so ganz, jawohl. 1 gegen 1. Pasha hat das natürlich gesehen. Es scheint durchdiffusen zu wollen. Das ist vielleicht gar keine schlechte Idee. Da hat er die Balls. Pasha legt die Eier auf den Tisch. Zieht es einfach durch. Und Alu hat sich nicht gezeigt. Natürlich. Ja, natürlich hätte er da mal gucken sollen, aber jeder kleine Schritt, den er rauswagt, ist ein großes Risiko gewesen. Ja, das Problem war halt mit seiner Nate, hat er sich halt dann mehr oder weniger verraten. Ja, was heißt verraten, aber ich glaube, Pasha, also Pasha hat ja 73 AP gehabt und Pasha wird wegen der Nate den Diffuse nicht abbrechen, weil er weiß genau, die Nate kann ihn nicht killen. Wenn, dann muss Alu selber rauskommen. Tja, hat nicht ganz so funktioniert. Also Pasha, du hast es gesagt, mit den Eiern zieht einfach durch. 13 zu 7 für Virtus Pro, First Frag in der Mitte, sitzt. Aber der Refrag von Alu sitzt ebenfalls, damit sein Fehler vielleicht gerade wieder so ein bisschen gut gemacht jetzt. Zumindest die Runde für sein Team wieder so ein bisschen ermöglicht. Exist muss sich da zurückziehen aufgrund des Monotovs, damit die Mittekontrolle wieder, ja, angenommen mehr oder weniger. Aber ob man damit so viel anfangen konnte bisher, hat das Ganze auf jeden Fall nicht so wirklich funktioniert. Vorteil jetzt wieder bei Virtus Pro, man konnte wieder einen rausziehen. Alu verschießt hier leider einmal mit seiner AWP, probiert es aber weiterhin gegen den Connector. Scheinbar möchte Nip wieder komplett in diese Mitte spielen. Alle drei Spieler haben sich versammelt. Und jetzt natürlich die Frage, wohin es gehen soll. Bisschen zu weit. Trotzdem hätte sie natürlich auch nicht Schaden machen können. Freeback hat nicht mehr allzu viel. 17 AP noch. Die Frage, ob man ihn vielleicht vorschickt. Da soll jemand oben drüber gepusht werden. Das könnte interessant werden. Alu ist zumindest runtergepurzelt. Ich weiß nicht, ob das so geplant wird. Ich kann mir vorstellen, dass er sich nochmal anziehen wollte. 35 Sekunden, da hinter der Ecke, man rechnet nicht damit, dass er noch ein Zweiter steht. Und Bialy hat seinen Moment aber auch leicht verpasst, also irgendwie Katastrophe auf beiden Seiten. Jetzt kommt die Artillerie rein. Und das ist dann Runde Nummer 14 für Virtus Pro. Ja, nach der durchaus chancenreichen ersten Halbzeit für die Ninjas in Pyjamas. Sieht jetzt ein bisschen bitterer aus, ja. Aber ein bisschen zu wenige Runden natürlich, auch wenn man bedenkt, dass beide Teams oftmals recht CT stark sein sollten vom Prinzip her. Vor allen Dingen wird es Pro natürlich auf Mirage. Tja, also es sind so ein paar CT-Runden, 8, was waren es, 8 oder 7? 7 CT-Runden sind auf jeden Fall zu wenig. Das ging jetzt zu schwer. Forest, Payback. Base, A-Sport ist angreifbar. Snack lässt ihn noch ein kleines bisschen nehmen, bis der beste Moment kommt. Jawohl! Auch stark gemacht. Jetzt natürlich seine Position bekannt, aber er hat die ganze Sache wieder ausgeglichen. 2 gegen 2 Situation. Freeback ist auch angeschossen. Jawohl. Also weg. Den nächsten. 2 gegen 1. Jetzt Getrite mit der AK. Kann es hier versuchen, nochmal zu retten, aber die beiden Spieler, Bialy und Pasha, sind da auf jeden Fall sehr, sehr gut ins Spiel gekommen und dementsprechend wird es für ihn auch alles andere als leicht. Er wartet jetzt einfach erstmal noch ein bisschen ab. Er weiß genau, er hat noch eine Minute Zeit. Virtus Pro jetzt erst einfach mal ein bisschen zappeln lassen, ein bisschen möglicherweise auch mit hinten vor dem Rechner, aber Bialy geht rum und Getrite entweder keine Zeit mehr zu reagieren gehabt oder einfach überhaupt nicht damit gerechnet, dass da gleich jemand rumkommt und dementsprechend die 15. Runde für Virtus Pro und jetzt haben sie 8 Runden Zeit, dieses Match auch schon für sich zu entscheiden und hätten dann keine einzige zehnte Runde abgegeben, falls es so kommen soll, also falls sie jetzt direkt diese Runde holen, die Runde 23. Ja, das wirkt so ein bisschen so, als ob erstens die... das Tief von Ninjas in Pyjamas weiter anhält. Ja, auf jeden Fall. Und zweitens, die Map-Wahl, wo das Pro halt gewaltig in die Karten gespielt hat. Man sieht, dass sich die Polen hier wohlfühlen auf Mirage. Man sieht, dass viele Dinge mehr oder weniger einwandfrei funktionieren. Auch so dieser gute Mix von offensivem und defensivem Spiel in der Mitte. Ja, dann ist es auch schon nur noch Catch-Ride. Der ist auch bekannt. Da hat er mit der AWP sicher hüpfen sehen. Bombe oben in der Mitte down. Das wird es wahrscheinlich gewesen sein. Aber für Ninjas in Pyjamas ist das noch nicht vorbei. Also, wenn jetzt Getrite nicht das Wunder vollbringt und die Runde hier noch holt. Er muss aber eigentlich Knochenregel. Er muss es. Knochenregel.
Catch right. In der Mitte, einer hat auf jeden Fall low geschossen. Jetzt hat er noch rausgekommen, Viali, aber dann ist Neo da. Mit der AW Peng und das ist das 16:7 für Virtus Pro, ja, und sie haben auf jeden Fall auf der C-Seite eine sehr dominante Vorstellung hingelegt. Auch natürlich ihre T-Seite, also 8 T-Runden, bitte, was will man eigentlich?